Die Grazer Frühjahrsmesse lockt mit vielen Attraktionen. Das größte Vergnügen ist für viele sicher das Essen. Deshalb gibt es die Kochbuchmesse in der Messe. Hier wird Genuss großgeschrieben. Kochen ist ja in, zumindest theoretisch. Also wir haben noch nie so viele Kochbücher gehabt, wir haben noch nie so viele Kochsendungen gehabt. Ich glaube aber auch, dass nie so wenig echt gekocht worden ist wie jetzt. Die Allgemeinheit hat keine Zeit mehr fürs Kochen und Zeit ist einmal das wichtigste Gewürz fürs Kochen. Kochbücher gibt es schon genug, meint Willi Heider. Er hat deshalb mit Steirisch Essen ein Buch über alle heimischen Lebensmittel geschrieben. Aufgegliedert in die Bereiche, wann ist es zu haben, wie gibt es Gemüse im Freiland, in der Folientunnel, im Glashaus oder als Lagerware und natürlich, wie kann ich es in der Küche verwenden und auf was muss ich achten beim Einkauf, was sind die Marken, die Siegeln, was ist auf der Verpackung. Kochen Sie selbst? Ich koche selbst oder Mann kocht besser. Ich koche sehr viel Styria-Biff, also Fleisch. Hm? Aber auch sämtliche Suppen, Nachspeisen. Ich koche sehr viel für Pensionsgäste. Also ich habe Freude dran, wenn es den anderen noch gut schmeckt. In diesem Werk klärt der Meister des heimischen Herds einige Missverständnisse auf. Dass vielleicht der Alpenlachs nicht ein Fisch ist, sondern eine Marke und der Eismeersäiblinger Fantasienamen. Also Aufklärung in allen Bereichen. Und ich glaube, das ist das wichtigste Buch, wenn sich jemand mit Lebensmitteln auseinandersetzt. Die Globalisierung hat uns fest im Griff. Vor allem beim Essen. Auch da weiß Willi Heider einige skurrile Dinge zu erzählen. Es gehen tausende Tonnen Käse nach Deutschland. Wir haben einen Hartkäse-Parmesan-Typ, der 2000 Tonnen nach Italien geht, wo so mancher Steiermark-Urlauber in Oberitalien den Käse aus Pfalzberg mit haben nimmt. Also auch diese Dinge passieren bei uns und ist alles zum Hinterfragen. Zum Schluss noch ein Tipp. Neben der Qualität immer auch auf die Menge achten, damit sich Ihnen nicht der Magen umdreht.